Austria Zagreb gewinnt mit 3:2 bei den Vienna Capitals. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, war ganz ordentlich, denke ich. Also beide Mannschaften haben gut gespielt. Am Ende der Glückliche gewonnen, also im Penaltyschießen. Aber das Allerwichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat. Ist ja eine Vorbereitung für beide Teams. Und sind wir froh, dass keinem was passiert ist und können somit weiter. Ja, mit welcher Zagreb ist jetzt schon der Blick in Richtung Playoffs in der KHL gerichtet. Wie groß ist die Überraschung, dass man schon in der ersten Saison geschafft hat? Ja, natürlich hat das keiner erwartet, dass wir das schaffen, aber dennoch, also als Mannschaft ist jedem Spieler das Ziel, also die Playoffs zu erreichen, so auch unseres. Also wie gesagt, also keiner hat uns das zugetraut, aber wir haben hart dafür gearbeitet und am Ende denke ich mal, dass wir das auch verdient haben. Und ja, jetzt sehen wir nach vorne, also jetzt haben wir noch 4 Spiele bis zu den Playoffs und hoffen dann das Beste. Was sind jetzt die nächsten Schritte für Medvešek Zagreb, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen nach der Olympiapause? Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt eine harte Trainingswoche hinter uns und wie auch heute Abend, also ein Spiel und morgen geht es weiter in Graz, das nächste Spiel. Wie gesagt, also natürlich ist immer hart so eine Trainingswoche, aber das braucht man, um konditionell wieder reinzukommen nach einer Woche Pause. Und ja, wie gesagt, wir haben dann noch 4 Spiele. Also da müssen wir unseren Rhythmus finden wieder und dann in den Playoffs alles geben. Dann wünschen wir alles, alles Gute und viel Erfolg für die Playoffs. Danke. Dankeschön. Danke.